entscheidend bei dieser Veranstaltung und damit auch bei der Klausur. Vor allen Dingen, sagen wir mal, die Konzepte dahinter müssen mitverstanden werden. Es ist keine reine Auswendiglernklausur. Das funktioniert nicht, denn man muss begriffliche Differenzierungen hinkriegen, zum Beispiel sowas wie die Unterscheidung zwischen Erkennen und Wiedererkennen bei Icons. Das muss man verstanden haben. Wenn man das nur plump wiedergibt, dann kann man es zwar meistens korrekt wiedergeben, aber wenn man es dann anwenden muss, macht man es falsch. Und wenn wir dann zum Beispiel Icons einsortieren müsstet, dann wäre es irgendwie schwierig oder Icons zeichnen müsstet. Es geht darum, die anatomischen Zusammenhänge zu verstehen. Das ist also vor allen Dingen der Rückbezug aufs Anfang. Also was hat zum Beispiel Stapeln statt Umrahmen mit der Anatomie des Auges zu tun? Ja, also gucken wir gleich nochmal drauf. Stapeln statt Umrahmen. Ich gucke auf eine bestimmte Stelle und das Auge sieht nur einen bestimmten Bereich scharf. Ja, und dann kriege ich an der Stelle einen Hinweisreiz. Dieser Zusammenhang, der sollte verstanden werden können. Dass die Konzepte bei uns einen Zusammenhang haben, das äußert sich ja vor allen Dingen in den Designkonflikten, die wir häufiger mal angesprochen haben, dass ich gesagt habe, das steht in Konflikt zu dem. Gucken wir uns auch gleich nochmal genauer an, was das mit den Designkonflikten auf sich hatte. Naja, und generell geht es halt darum, die Begründungen auch zu verstehen. Ne? Also Fragen, das kennt ihr ja aus den Übungen und aus den Übungszetteln, sind häufig sagt der Art, wie kommt das, woran liegt das? Ne? Und die müsstet ihr entsprechend beantworten können. Ich kann euch übrigens empfehlen, die Klausuren der letzten Jahre einmal anzugucken. Die Fachschaft hat sowas ja verfügbar. Ich gehe stark davon aus, wir haben die Klausur zwar noch nicht ganz fertig, aber ich gehe davon aus, dass auch die diesjährige Klausur den letztjährigen Klausuren einigermaßen ähnlich sein dürfte. Also ich gehe nicht davon aus, ich kann euch das eigentlich zusagen, das wird so sein. Ganz viele Möglichkeiten haben wir auch nicht, verschiedene artige Klausuren zu bestellen, erzeugen, nicht zu bestellen. Natürlich gibt es aber auch rein faktische Sachen, ein paar. Also zum Beispiel die Innovationen der EU-Gesetzgebung, da sollte man wissen, dann sollte man sagen, vorbeugender Gesundheitsschutz statt nur nachlaufender Gesundheitsschutz und Anerkennung psychischer Belastung. Ne? Wenn sowas gefragt wird, nennen Sie die beiden, gibt es üblicherweise zwei Punkte, da reichen eigentlich auch diese beiden Stichwörter. Gleich als Tipp, schreibt in der Klausur keine Romane. Euch fällt hinterher die Hand ab, wenn ihr das macht. Es ist auch schwierig, ob man das zeitlich dann überhaupt auf die Reihe bekommt. Und wir müssen das auch alles lesen. Außerdem ist die Gefahr, dass wenn man viel schreibt, oft, dass man hinterher auch Unsinn schreibt. Also manchmal ist das Kurzfassen tatsächlich erfreulicher. Und die Grundsätze der Dialoggestaltung sind zum Beispiel auch sowas, was man einfach lernen muss, dass es diese sieben Grundsätze gibt und dass man zu jedem Grundsatz sagen kann, was er eigentlich bedeutet und ein Beispiel geben könnte. Wenn man sich so ein Beispiel vorher überlegt hat, zum Beispiel den Vorteil, dass man sich nicht in der Klausur auf einmal überlegen muss. Das kann zum Beispiel lange dauern. Gut, gucken wir es uns an. Fangen wir am Anfang an. Überhaupt, was haben wir eigentlich so gemacht? Wenn wir jetzt uns überlegen, wie wird denn eigentlich eine Software gut entwickelt, sodass sie gut angepasst ist an die Aufgabe und gut angepasst ist an den Menschen, dann gibt es eigentlich zwei Richtungen und wir haben uns vor allen Dingen um die obere Richtung gekümmert. Diese untere Richtung ist die, die man häufig im Bereich Usability Engineering bespricht und zu denen es bisher immer auch hier Vorlesungen gegeben hat an der Uni, im Moment leider nicht mehr, aber hoffentlich bald wieder, wo also genau diese untere Schicht mit Anforderungserhebungen und sowas, diese Reihenrichtung gemacht wird. Und wir haben uns um das obere gekümmert, um den Top-Down-Ansatz. Das heißt, wir haben uns Wissen erarbeitet über die Gestaltung und daraus Gestaltungsleitlinien gemacht und die sind dann eine Softwareentwicklung übergegangen. Das erste große Thema, was wir dabei hatten, waren die Entwicklung, diese gesetzliche Entwicklung, Gesetze und Normen. Was muss man davon wissen? Was sollte man sich davon behalten? Zum einen gerade dieser Aspekt mit der EU-Gesetzgebung und den zwei Vorteilen der EU-Gesetzgebung, zwei Innovationen der EU-Gesetzgebung. Wie ich gerade schon mal einmal sagte, psychische Belastungen werden anerkannt und es ist ein vorbeugender Gesundheitsschutz, nicht ein nachlaufender. Also man muss nicht erst krank sein, damit es Gesundheitsschutz gibt, sondern man muss quasi schon im Vorfeld entsprechende Maßnahmen haben. Und der andere Bereich ist diese Norm. Die Norm ISO 9241. Wir werden, das habe ich glaube ich schon mal versprochen, nicht abfragen, was die sieben Grundsätze der Dialoggestaltung sind. Wir machen sowieso eigentlich nie solche Fragen, so von wegen nennen Sie mal alle. Das ist eigentlich immer eine schwierige Sache, sondern wir werden
da bestimmte Abfragen und dazu was wissen wollen. Und das sind diese sieben Stück, diese sieben Grundsätze. Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Steuerbarkeit, Erwartungskonformität, Fehlertoleranz, Individualisierbarkeit und Lernförderlichkeit. In einer Übung, ich weiß gar nicht, ob auch in diesem Jahr, aber in einigen der letzten Jahren, hat man die sich immer mit ASSEFIL gemerkt. Das sind quasi hier die Anfangsbuchstaben, wenn man die in dieser Reihenfolge jetzt aufschreibt, so runter. Aber wie gesagt, ihr braucht sie nicht alle nennen, sondern wir würden dann zum Beispiel fragen, Aufgabenangemessenheit, was ist das? Und geben Sie mal ein schönes Beispiel. Bei dem Beispiel, bei sowas, da muss man allerdings ein bisschen, also da darf man nicht zu kurz werden, weil sonst sind die Beispiele hinterher so, dass sie hinterher für alles passen. Ne? Also ein Beispiel muss man schon einigermaßen ordentlich beschreiben. Aber man kann eigentlich fast davon ausgehen, so Pi mal Daumen, dass die Anzahl der Punkte der Anzahl der aufzuschreibenden Sätze relativ gut entspricht. Ne? Man kann natürlich auch mal zwei Sätze brauchen anstatt einen, aber üblicherweise klappt das ganz gut. Ja, man sollte dann natürlich auch wissen, welche Probleme wir mit diesen Normen hatten. Also, warum wir nicht einfach gesagt haben, gut, dann machen wir doch hier eine Lehrveranstaltung und besprechen die ganze Zeit diese sieben Grundsätze der Dialoggestaltung und gehen die mal ganz ordentlich durch. Da gibt es eine ganze Reihe von Problemen, die wir damit gehabt haben. Die braucht ihr nicht alle aufzusagen, aber könnte zum Beispiel einmal gefragt werden, nennen Sie Schwierigkeiten mit diesen Normen. Und dann müsste man solche Sachen wissen, wie diese, die hier stehen. Also zum Beispiel, der wichtigste eigentlich schon fast, es werden keine Konflikte besprochen. Da werden viele Kriterien beschrieben, aber dass die untereinander natürlich oft nicht gleichzeitig zu erfüllen sind, das wird nicht besprochen. Oder es wird nicht besprochen, nicht gesagt, wie man es macht, sondern nur, wie das Ergebnis sein soll. Solche Sachen. Das heißt, sowas solltet ihr euch nochmal angucken, was hatten wir da eigentlich für Probleme besprochen. So, das ist so das zu diesem Vorgeplänkel, was wir hatten. Gibt es dazu schon irgendwelche Fragen? Wollt ihr irgendwas wissen? Wenn Fragen sind, einfach irgendwo die Hand heben und dann halte ich ein. Gut, danach haben wir über die Architektur der Wahrnehmung gesprochen und hatten diese Themen hier, die ich jetzt einfach mal so untereinander geschrieben habe. Das sind auch die Themen, die natürlich in der Klausur drankommen könnten, also sind auch oft drangekommen. Also fast alles davon haben wir eigentlich irgendwann in irgendwelchen Klausuren schon mal abgefragt. Was nicht drankommen wird, sind die Gestaltgesetze. Das kann ich euch versprechen, die werden nicht drankommen. Also ihr müsst nicht sagen, was ist das Gesetz der Nähe, was ist das Gesetz der Geschlossenheit und so, weil wir da ja auch gesagt haben, mit diesen gestalten wir jetzt nicht. Fragen wir sie jetzt auch hier nicht ab. Aber alles andere könnte drankommen. Ja, Aufbau des Auges zum Beispiel, dann sollte man wissen, dass es im Auge Zapfen und Stäbchen gibt und dass die nicht gleichmäßig verteilt werden und dass es in der Mitte einen Bereich gibt, in dem viele Zapfen sind und die auch entsprechend verschaltet sind, sodass man in einem mittleren Bereich, in der Fovea, dem gelben Fleck, scharf sehen kann und drumherum ein großer Bereich ist, in dem man nicht mehr scharf sieht, den man peripheres Wahrnehmungssystem nennt oder peripheren Sichtbereich nennt. Ihr braucht natürlich nicht die genaue Aufteilung zu kennen, die hier auf diesem Diagramm ist. Auch den blinden Fleck brauchen wir nicht. Der spielt auch für uns eigentlich in der Gestaltung keine Rolle. Aber gerade dieser Unterschied zentral, peripher, der ist wichtig. Und da sollte man wissen, was es damit auf sich hat. Diese Tabelle ist da ganz hilfreich. Also ne, zentral, geringe Lichtempfindlichkeit, aber hohe Farbempfindlichkeit. Da sieht man Farbe in der Mitte. Man sieht dort auch scharf. Aber außenrum halt nicht mehr. Dafür sind außenrum genau andere Vorteile da, nämlich vor allen Dingen die Bewegungsempfindlichkeit und die Lichtempfindlichkeit. Das periphere Wahrnehmungssystem war genau das, was einem dafür sorgte, dass wenn irgendwo einer winkt oder so oder wenn irgendwo an der Seite was passiert, dass man dann dorthin guckt. Auch das ist zum Beispiel sowas, wo man jetzt sich mal überlegen kann, was hat das eigentlich mit der menschlichen Entwicklung zu tun. Ne? Das sind halt diese Signale, dass man also einen potenziellen Feind eher schnell erkennt, als dass man wissen müsste genau, was es ist. Also da ist was. Und das ist dann eigentlich schon als Hinweisreiz genug, um entweder gleich die Flucht zu ergreifen
was wir am Computer meistens nicht tun, oder halt an der entsprechenden Stelle dort an dieser Stelle hinzugucken. Ja, und dann hatten wir solche schönen Einrichtungen da besprochen, wie zum Beispiel die laterale Hemmung zur Kontrastverstärkung. Wenn wir fragen, was laterale Hemmung, muss man sagen, das sorgt dafür, dass es eine Kontrastverstärkung gibt, dass man Kanten besonders gut sieht. Und dann kann man sagen, da gibt es noch Probleme bei. Da gibt es zum Beispiel Probleme bei, dass man so eine Aura um entsprechende Objekte sieht. Das müsste oben rechts und links so sein. Also, dass zum Weißen hin das erstmal so aussieht, als würde es erst dunkler und dann wird es auf einmal weiß. Oder dass man auf der linken Seite so einen Farbverlauf sieht und der Farbverlauf da oben drüber eine zu helle Kante zu haben scheint. Das sind beides Probleme bei lateraler Hemmung, die eintreten können. Eine andere wichtige Sache, präattentive Wahrnehmung, hatte ich gerade eben noch, wo ich hier saß und da hinten war eben mitten in der Bank ein grüner Plastikkaktus. Ich weiß nicht, wer hatte ihn, kannst du ja mal gerade vorzeigen. Ein grüner Plastikkaktus und der fiel auf. Ne? In diesem ganzen Schwarzen fällt der grüne Plastikkaktus einfach auf. Das ist genau die Einrichtung, die der Mensch hat. Irgendwas, was ich gucke in eine Landschaft, irgendwas ist in der Landschaft anders. Das ist das, wo offensichtlich man hingucken soll. Das ist präattentive Wahrnehmung. Und dann sollte man sagen, macht man damit? Wofür kann man sie positiv einsetzen, wofür kann man sie negativ einsetzen? Positiv einsetzen, genau, man muss die Aufmerksamkeit irgendwo hinleiten, Fehlermeldung oder sonst sowas. Negative wäre dann halt, man macht das unbedacht. Ne? Man hat irgendwo einfach ein Element ganz anders dargestellt als alle anderen und dann wird es unbedacht aufmerksamkeitsleitend. Der Hypothesengenerator ist dieser hier. Den werden wir nicht komplett abfragen. Das ist aber eine gute Hilfe, um überhaupt dieses Wahrnehmungs als Hypothesenbildung zu verstehen. Ne? Dass wir jetzt immer diesen Bereich haben, von unten kommt das rein, was wir tatsächlich sehen, Realität durch Signalverarbeitung, also ein Sensor, und dann kommt aber eine ganze Menge Wissen dazu und mit diesen beiden zusammen werden immer Hypothesen über die Umwelt gemacht, die dann stimmen können oder nicht, meistens stimmen sie halt eben. Ne? Und wir müssen unsere Sachen so gestalten, dass das auch immer noch der Fall ist, dass wir also auch, wenn wir Computer User Interfaces gestalten, das so machen, dass diese Hypothesen in der Regel stimmen. Wir können nicht einfach sagen, wir haben einen Computer, wir machen das ganz anders. Das funktioniert halt nicht. Danach, immer noch keine Fragen? Letztes Jahr haben die Leute Fragen ohne Ende gestellt. Komisch. Vielleicht kommen die alle später. Gero, nächste Woche kommen die Fragen alle bei euch. Differenzerfahrung und externes Gedächtnis, das Thema danach. Man sollte wissen, was ist eigentlich Differenzerfahrung? Also, dass ich meine Sinne brauche, um einen Unterschied zwischen dem, was ich mir vorstelle und dem, was tatsächlich da ist, feststellen zu können. Ein Unterschied oder auch das Gleiche, also auch die Bestätigung der Hypothese, auch das würden wir Differenzerfahrung nennen. Wir hatten bestimmte Formen der Differenzerfahrung besprochen. Stehen hier Perspektivenwechsel, Arrangieren, Instrumentennutzung, experimentelles Konstruieren und Formalisieren. Wichtig aber vor allen Dingen ist, was haben Artefakte mit dem Ganzen zu tun? Mit Differenzerfahrung. Artefakte kann man für zwei Sachen bei der Differenzerfahrung benutzen. Entweder wir bauen damit Instrumente mit den Artefakten. Artefakte sind ja von Menschenhand hergestellte Gegenstände oder von Menschen veränderte Gegenstände. Wir bauen damit Instrumente, wir machen ein Experiment, da brauchen wir natürlich auch oft Artefakte. Oder wir benutzen das Artefakt, und das ist eigentlich das Interessanteste, wir benutzen das Artefakt als externes Gedächtnis. Das heißt, wir benutzen ein Artefakt, um Zeichen aufzuschreiben im weitesten Sinne. Und diese Zeichen können man dann übertragen an andere Leute etc. Und da haben wir eine ganze Menge Sachen besprochen, die damit zusammenhängen. Unter anderem haben wir uns zum Beispiel über schriftliche Rechnen unterhalten und welche Vorteile schriftliche Rechnen gegenüber Kopfrechnen hat. Ja, das Konzept der Differenzerfahrung selbst haben wir in diesem Spruch zusammengefasst, das Denken findet nicht im Kopf, sondern mit dem Kopf statt. Vielleicht ist das ein Spruch, der euch um euch das zu merken, ein bisschen hilft. Ne? Also nur im Kopf, nur mit dem Gehirn komme ich zu nichts, komme ich zu keiner Erkenntnis, sondern ich brauche immer auch zumindest mal die Sensorik im Kopf. Eigentlich brauche ich sogar noch viel mehr. Ich brauche sogar eigentlich die ganze Aktorik, ich brauche eigentlich den ganzen Körper. Ne? Sonst komme ich eigentlich zu keinerlei Differenzerfahrung. Ja, alles, was irgendwie mit der menschlichen Evolution zu tun hat, in den letzten
paar zigtausend Jahren, hier sind es 35.000 Jahre zurück, so vielleicht muss man gar nicht so weit zurückgehen, aber wenn wir 10.000 Jahre oder sowas zurückgehen, hat es ja kaum biologische Evolution mehr gegeben. Fast alles mit der Evolution hat irgendwie mit dieser Artefakt-Evolution zu tun, also wie der Mensch seine Erkenntnismittel verbessert hat. Und dass er sie immer wieder weiter verbessert hat, dass er immer gesehen hat, das habe ich schon da, das behalte ich hier und darauf dann wiederum aufgebaut hat. Das sieht man schön ja an diesem Bild, wo ja eigentlich steht drüber Entwicklung von Intelligenz, aber eigentlich ist ja keine Intelligenz abgebildet, sondern was abgebildet ist, sind vor allen Dingen Geräte. Nämlich, und vor allen Dingen die Geräte, die man so benutzt zur Erkenntnisgewinnung. Also entweder sind es Instrumente, eine ganze Menge, so ein Fernrohr hier, oder hinten ist auch ein, Satellit ist kein Instrument. Was haben wir denn noch für Instrumente hier drin? Ja, so viele sind es gar nicht. Es ist eigentlich in erster Linie dieses Fernrohr. Wenn wir uns hier unten einen Buchdruck zum Beispiel angucken, da sind wir schon bei der Herstellung von Artefakten als externes Gedächtnis und dann weiter zur Verbreitung. Erinnert euch an die Kastanie. In der Kastanie hatte ich versucht, so den Unterschied klarzumachen, wann ein Artefakt eigentlich welche Rolle hat. Ich finde Kastanie auf dem Boden, das kann schon Gegenstand der Differenzerfahrung sein. Klar, die Überlegung zum Beispiel, ist die Kastanie auf der Rückseite auch braun? Kann ich dadurch herausfinden, dass ich die Kastanie aufhebe und umdrehe und dann sehe, braun ist sie wohl, aber nicht genauso wie auf dieser Seite, ne? Sondern sieht ja auf der anderen Seite anders aus. Dann wäre eine Kastanie schon Gegenstand von Differenzerfahrung, also ein Objekt oder Gegenstand, aber kein Artefakt. Eine Kastanie ist kein Artefakt. Man könnte jetzt irgendwie das große Diskutieren ankommen, was ist denn, wenn der Baum vom Menschen gepflanzt wurde oder so, da wollen wir nicht hin. Das Kastanie an sich oder irgendwas, was ich einfach irgendwo finde aus der Natur, ist kein Artefakt. Aber ich könnte zum Beispiel ein Schmuckstück machen aus diesen Kastanien, so eine Kette mache ich mir, macht man im Kindergarten öfter mal, so aus Eicheln oder Kastanien, so Ketten. Dann sind es Artefakte, dann habe ich es als Mensch verändert, aber ein Mittel zur Differenzerfahrung ist das eigentlich nicht. Ein Mittel zur Differenzerfahrung wäre das nur insofern, als dass ich jemandem zeigen könnte, guck mal, meine sieht so aus und der andere macht das dann nach. Dann kann man natürlich sagen, das hat man so irgendwie als externes Gedächtnis, die eine Kastanienkette für die andere benutzt. Aber das ist ein bisschen weit hergeholt, nur sehr indirekt ginge das. Aber wenn ich mir die Kastanie hier hinlege und sage, ich brauche das, um mir zu merken, dass ich den Kastanienbaum fälle oder dass ich das Laub aufsuchen muss oder so, dann habe ich die Kastanie als externes Gedächtnis benutzt. Ich hätte sie sogar als externes Gedächtnis benutzt, wenn ich sie als Merker für was ganz anderes dahinlege. Also wenn ich die Kastanie dahinlege, um mir zu merken, Klausur noch vorbereiten, auch das wäre Kastanie als externes Gedächtnis, wenn man so will. Der Unterschied halt, Instrumente machen nicht Wahrnehmbares wahrnehmbar und bei externem Gedächtnis geht es darum, dass ich eben Ort, Zeit und Personen überwinde, indem ich irgendetwas irgendwo einschreibe. Also ich könnte ja zum Beispiel die Kastanie auch weitergeben. Damit hängt natürlich eine Menge zusammen, was wir aber nicht so ganz genau in der Klausur von euch wissen wollen, aber das ihr natürlich trotzdem wissen solltet, nämlich eben, dass man bei Zeichen sich immer absprechen muss, was die Zeichen bedeuten. Bei Icons ereignete uns das wieder. Ne? Ein Icon muss man auch absprechen, was das Icon bedeutet. Man könnte ja zum Beispiel die Kastanie als Icon auffassen. Sogar eine bildhafte Darstellung, die darstellt, Kastanienlaub aufsuchen, so von mir aus, wäre ein bildhaftes Icon. Ne? Aber trotzdem sagt diese Kastanie das an sich ja nicht. Ne? Das heißt, ich brauche eine Verabredung darüber oder ich muss es lernen, was ein entsprechendes Zeichen bedeutet. Danach, und davon habe ich nur eine einzige Folie, zwei, von der Veranstaltung Interaktivität. Das war die Veranstaltung, wo wir hier mit der lauten Musik und von nebenan die Leute reingelockt hatten. Wichtig sind diese vier Potenziale interaktiver Nutzungsschnittstellen. Und man kann sie sich nochmal so herleiten, indem man einfach diesen historischen Verlauf nochmal nachvollzieht. Das ist eigentlich die einfachste Sache, um sie vielleicht irgendwie hintereinander hinzukriegen. Wir fingen an mit den alten Computern, mit den Lochkarten und wo man die Lochkarten abgeben muss und irgendwann kriegt man den Lochkarten zurück und kriegt einen Ausdruck zurück mit dem Programmergebnis.
Das hat große Probleme gehabt beim Programmieren, natürlich, weil es einfach unwahrscheinlich lange dauert. Es muss irgendwie schneller gehen. Das heißt, Responsivität war gefordert. Um Responsivität hinzukriegen, hat man den Computer anders angeschlossen, hatte dann diese Terminals und konnte mit dem Computer im Terminal schreiben und kriegte dann direkt eine Antwort. Das hatte aber zur Folge, dass so ein maschinennahes Interface nicht mehr funktioniert. Also ich kann nicht mehr einen Computer haben, wo ich einfach für jede Speicherzelle ein Lämpchen mache oder wo ich irgendwo ein Lämpchen hinmache, von wegen der liest gerade oder sowas. Das ist uninteressant dann, wenn mehrere Leute gleichzeitig darauf zugreifen und jeweils ihr eigenes Terminal haben. Die interessiert dann nicht der ganze Computer, sondern die brauchen was anderes. Was die brauchen und was dann sich entwickelt hat, sind diese virtuellen Objekte. Das heißt sowas wie, ich spreche ein Programm mit einem Namen an, ich habe eine Datei, auf die ich zugreifen muss, einen Kalendereintrag, Verzeichniseintrag, solche Dinge. Haben wir virtuelle Objekte genannt. Das ist ein Interface, was durch den Computer erzeugt wurde. Es ist nicht zum Steuern des Computers, sondern der Computer selber hat dieses Interface erst hervorgebracht, mit dem wir dann interagieren können. Blöd ist dabei dieser Kommandozeilenstil. Ich schreibe einen Befehl, ich gebe eine Antwort, wieder ein Befehl, gibt wieder eine Antwort, gibt wieder ein Befehl, gibt eine Antwort. In der Übung hattet ihr das mal verglichen mit Pizza bestellen und welche Schwierigkeiten das haben kann, wenn man Pizza bestellt. Und derjenige, der die Pizza bestellt auf der anderen Seite nie auf die gleichen Zettel gucken können, wo drauf steht, welche Pizza bestellt wurde. Da kann es zu allen möglichen Missverständnissen und Schwierigkeiten kommen. Deswegen kam als nächstes quasi, oder es ist eigentlich eine zeitliche Parallelentwicklung, räumliche Objekte. Objekte, die die ganze Zeit sichtbar sind im Wahrnehmungsfeld. Denk da mal an diese Herren, die mit dieser Lichtpistole auf die Bildschirme gezeigt haben, um zu sagen, dieses Flugzeug muss abgeschossen werden. Das waren so die ersten dieser Systeme, die sowas hatten. Hinterher natürlich Desktop-Systeme etc. Alle Systeme, wo diese Objekte nicht nur per Name irgendwie zugegriffen werden und dann gibt man einen Befehl, mach mit diesem Objekt dieses, sondern wo man das Objekt tatsächlich die ganze Zeit sieht und auch direkt am Bildschirm bearbeiten kann. Gut, das heißt, ich kann Objekte direkt am Bildschirm bearbeiten, das nennt man direkte Manipulation. Das heißt, ich habe sie nicht nur räumlich dargestellt, sondern ich kann sie auch räumlich bearbeiten. Das sind vor allen Dingen diese vier Potenziale, die wichtig sind, die man sich merken sollte. Direkte Manipulation, eigentlich das Interessanteste von all diesen. Dauerhaft sichtbar sind sie, die Objektänderungen werden sofort dargestellt, das ist eben das nicht, was man bei der Kommandozeile nicht so hat, sondern man müsste dann immer wieder neu anfragen, welcher Zustand ist denn eigentlich gerade. Ich kann räumlich selektieren und kann mit diesen Objekten an diesem Ort auch Manipulationen durchführen. Ja, das waren die drei Bereiche des theoretischen Vorbaus, die wir so brauchten. Was die immer mit dem dahinter zu tun haben, sollte man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Das heißt, eigentlich kann man alles, was wir hinterher erzählt haben, irgendwie auf dieses wieder zurückbeziehen. Wir haben daraus abgeleitet eine Leitanforderung oder Leitkriterium, Reduzierung erzwungener Sequentialität. Dieses Leitkriterium sollte man natürlich wissen. Also wir fragen nicht ab, wie es ist. Also das wäre ein bisschen stumpf. Es wird schon, wenn dann irgendwo in der Klausur drinstehen, aber man muss im Zweifelsfalle erklären können, ich bin sogar ganz sicher, dass so eine Aufgabe kommt, da dann gesagt wird, diese und diese Technik, stapeln statt umrahmen. Warum ist das Reduzierung erzwungener Sequentialität? Und dann muss man dazu was sagen können. So, was war es noch wichtig? Es geht um erzwungene Sequentialitäten, nicht Sequentialitäten als solche. Das Beispiel mit den Schuhen, also bestimmte, wenn ich mich anziehe, bestimmte Reihenfolgen sind notwendig. Nicht alles kann ich in beliebiger Reihenfolge machen. Dafür gibt es natürlich viele Beispiele. Auch an Computerprogrammen kann man nicht alles in beliebigen Reihenfolgen machen. Aber es sollte keine Reihenfolgen erzwungen werden, die nicht mit der Aufgabe eigentlich direkt zu tun haben. Das wären erzwungene Reihenfolgen, unnötige Zwischenschritte oder unnötige Hindernisse auf dem Weg dahin. Das sind alles erzwungene Sequentialitäten. Und von denen hatten wir viele. Erzwungene Reihenfolgen ist wirklich ganz klassisch. Ich muss die Sachen in einer bestimmten Reihenfolge tun, kann sie nicht in der beliebigen Reihenfolge tun. Habe ich zum Beispiel, wenn ich so ein modales Fenster habe und muss das erst wegklicken. Dann muss ich das halt erst wegklicken. Unnötige Schritte hatten wir auch Unmengen. Zum Beispiel, wenn die
falsche Eingabe, die ich gemacht habe, einfach direkt wieder gelöscht wird und ich kann sie nicht wiederholen. Dann muss ich sie ja komplett neu eingeben, bis auf den kleinen Unterschied, der vielleicht falsch war. Und unnötige Hindernisse können wir eigentlich alles nehmen, was mit Erkennen zu tun hat. Also immer, wenn ich ein Icon nicht vernünftig vom Hintergrund unterscheiden kann zum Beispiel, dann habe ich ein unnötiges Hindernis. Das dauert dann einfach länger, weil ich muss entweder ganz genau hingucken oder ich muss einfach alle Icons durchprobieren oder irgendwie sowas. Das sind natürlich immer entsprechend Hindernisse. Immer noch keine Fragen. Ihr seid sehr genügsam. Oder wisst überhaupt nicht, wovon ich rede. Beides ist möglich. Ich hoffe, ersteres. Gut. Das erste tatsächliche Gestaltungsthema waren die Icons. Bei den Icons, wichtig, Designkonflikte gibt es, und zwar gibt es zwei große Designkonflikte. Einfachheit versus Wiedererkennbarkeit. Wir haben auch manchmal gesagt, Einfachheit versus Bildhaftigkeit. Oder Gleichförmigkeit versus Unterscheidbarkeit. Das heißt nicht oder, sondern und. Beide Designkonflikte liegen die ganze Zeit vor. Das heißt, es gibt Anforderungen an Icons, wie ich sie gestalten sollte. Und das heißt, ich muss sie möglichst einfach gestalten. Ich sollte sie wiedererkennbar gestalten. Das heißt, ich sollte sie bildhaft gestalten. Also irgendwas daran haben, was mich an ein Objekt erinnert, was mit dem zu tun hat, wofür das Icon steht. Ich sollte sie möglichst ablenkungsfrei, also gleichförmig gestalten, damit nicht eins so heraussticht. Jetzt denkt doch zurück, was passiert dann? Das ist die präattentive Wahrnehmung. Ne? Ein Icon ist größer als die anderen. Ein Icon ist farbiger als die anderen. Das sticht dann heraus. Aber gleichzeitig müssen sie natürlich unterscheidbar sein, weil wenn sie nicht unterscheidbar wären, dann kann ich es halt nicht unterscheiden. Ne? Dann muss ich mehrere Sachen durchprobieren, bis ich das Richtige finde. Dann kommt es zu Fehlern. Wichtig, wirklich, wirklich, jedes Mal ärgere ich mich beim Durchsehen der Klausur. Wiedererkennbarkeit heißt Wiedererkennbarkeit, nicht Erkennbarkeit. Schreibt doch bitte, bitte, bitte nicht in der Klausur, dass das ein Icon ist, wo man anhand des Bildes an sich erkennen kann, wofür das steht. Sowas gibt es nicht. Überhaupt nicht. Natürlich kennt ihr viele Icon, wo ihr drauf guckt und wisst, wofür sie stehen. Das liegt daran, dass ihr die Icons schon kennt. Oder es gibt natürlich auch den Aspekt, dass ihr wisst, ein gewisses Programm hat eine gewisse Funktionalität und dann guckt ihr euch die Icons an und könnt mitunter ganz gut raten, dass ein bestimmtes Icon vielleicht für diese Funktion stehen könnte. Aber das ist dann tatsächlich geraten. Manchmal ist es gut geraten, manchmal ist es schlecht geraten. Es geht nicht um das Erkennen der Funktion anhand des Icons. Das funktioniert nicht. Denkt an die Kastanie, ne? Das geht nicht. Sondern es geht nur darum, dass man das Icon so gestaltet, dass es an ein Objekt erinnert und man dann eine Wiedererkennung hat. Also dass man sagt, ah ja, die Kastanie stand ja für Baumfällen oder so. Ne? Um diesen Aspekt geht es. Also den Aspekt Wiedererkennen gegen Erkennen, guckt euch bitte nochmal an. Ich möchte das nicht wiederlesen. Vor allen Dingen, letztes Jahr hätte ich am liebsten einen Stempel gehabt, wo ich dann drauf schreibe, Wiedererkennen mit Ausrufezeichen. Vielleicht müssen wir mal ein paar Kartoffeln so schnitzen vor der Klausur. Ja, und was vor allen Dingen wichtig ist, die Abstraktion von Icons, also was abstrakte Icons sind, sollte man wissen und was das damit zu tun hat mit dieser Reduktion oder die Unterscheidung in ihren globalen Eigenschaften. Gucken wir gerade nochmal. Also zum einen hier diese Sachen mit der Bildhaftigkeit. Ne? Wir haben hier bestimmte Sachen, die wir nicht betrachten, also zum Beispiel bildhafte Icons, die aber keinen Hinweischarakter haben, wie diese hier unten. Die betrachten wir nicht. Uns geht es immer, wenn wir um Bildhaftigkeit reden, immer darum, dass diese Icons auch einen Hinweischarakter auf die Funktion haben sollen, die dann dahinter steht. Und das sind zum Beispiel solche Icons da oben. Und es gibt aber natürlich auch ganz arbiträre Icons. Ganz hilfreich ist dafür dieses Icon-Flowchart. Das ist eine der wenigen neuen Folien hier in dieser Vorlesung heute. Das meiste sind Folien, die ich einfach aus irgendwelchen Veranstaltungen rausgenommen habe, weil ich dachte, das ist wichtig. Aber dieses ist neu, beziehungsweise wir hatten es in der Übung. Man kann sich fragen, zeigt das Icon, was ich habe, ein realweltliches Objekt? Wenn nicht, dann habe ich ein arbiträres Icon, ein zufälliges Zeichen. Ne? Was hat den Vorteil? Ja, ich kann es für alles Mögliche benutzen, vor allem für komplexe Konzepte, habe aber keinen Hinweis und es sind einfache Formen möglich. Sie sind nicht immer, nicht jedes arbiträre Icon muss einfach sein,
aber fast alle sind es, weil das die Möglichkeit halt gibt. Wenn das ein realweltliches Objekt ist, dann kann ich mir fragen, hat das Objekt was mit der Bedeutung des Zeichens zu tun? Wenn nicht, dann sind wir in diesem Bereich, was uns nicht interessiert. Markenzeichen, Produktzeichen, ist nicht so unser Thema. Wenn aber doch, dann sind wir bei den bildhaften Icons. Bildhafte Icons sind genau das, was eigentlich das ist, worüber wir fast die ganze Zeit gesprochen haben, weil das ist da können wir gut Gestaltungsregeln für angeben. Es gibt einen Hinweisreiz zum Wiedererkennen. Und Nachteil ist, die könnten sehr detailreich sein. Also ein Bild, ne? Bild kann sehr detailreich sein. Die Frage ist dann schlicht und ergreifend, beschränke ich das auf die globalen Eigenschaften, also abstrahiere ich von dem detailreichen Bild? Wenn nicht, dann habe ich ein fotorealistisches Icon wie dieses hier, wo man sagen kann, boah, also wirklich jede Falte im Papier ist gezeichnet, ganz komplizierte Eimer, der da gezeichnet ist, also es ist wirklich wie ein Foto, wenn nicht sogar detailreicher als ein Foto wäre. Und wenn doch, dann reden wir über die abstrakten Icons. Und das sind eigentlich die, auf die wir immer so hinaus wollten. Diese Art von Icons. Ne? Weil die einfach ein Kompromiss sind. Bildhaft genug sind sie zum Wiedererkennen, aber gleichzeitig sind sie auch einfach genug, um nicht irgendwie entweder lange wahrgenommen zu werden müssen oder extrem ablenkend zu sein. Gut. Die Designkonflikte muss man aufschreiben können. Also die vier Anforderungen an die Icon-Gestaltung sollte man kennen. Wir gucken sie gleich nochmal ganz kurz an. Und dann sollte man sagen, die widersprechen sich. Immer zwei davon, ne? Widersprechen sich. Und dann sollte man diesen Designkonflikt formulieren können. Nochmal diese Folie hatten wir dazu. Da seht ihr da oben, sind vier Sätze. Ich würde mal sagen, um einen Designkonflikt aufzuschreiben, braucht man eigentlich immer drei Sätze. Ne? Man muss immer sagen, das eine ist gefordert, weil so und so, führt zu so und so. Das andere ist gefordert, aus dem und dem Grund, führt zu dem und dem. Und dieses führt zu widerspricht sich in der Regel, ne? Wie das hier auch der Fall ist. Hier ist es jeweils der Detailreichtum. Ne? Also Einfachheit bedeutet natürlich wenig Details, Wiedererkennbarkeit bedeutet viel Details. So, und dann muss man sagen, das widerspricht sich, das ist der dritte Satz. Man kann es auch mit einem Aber hinkriegen. Aber es muss irgendwo stehen. Nur die beiden Anforderungen hinzuschreiben, reicht nicht. Die sagen ja nicht aus, dass es ein Konflikt ist. Unten förmlich aufgeschrieben, also formal, nicht förmlich, formal aufgeschrieben, das brauchen wir aber nicht. Wir fragen die Designkonflikte konkret. Ja, und worauf wir hinaus wollten, sind eben solche Icons wie diese hier, die hier bei abstrakt stehen, wo es steht mit globalen Eigenschaften, also wir beschränken uns auf die grundlegenden Eigenschaften, das heißt globale Eigenschaften, also die Grundform, wenn man so will. Und dann kriegen wir Icons hin. Das sollte man können. Man sollte also das sagen können. Man sollte auch ein Icon im Zweifelsfalle zeichnen können. Wir hatten in den letzten Jahren eigentlich immer Icon-Zeichenaufgaben drin. Und die sollte man dann zeichnen können. Und dann wird daneben immer gefragt, warum haben Sie dieses Zeichen so gemacht, wie Sie es gemacht haben? Da wollen wir nicht wissen, warum ihr das entsprechende Objekt genommen habt, sondern wie ihr es gestaltet habt. Also ihr sollt dann zum Beispiel sagen, das ist eine Abstraktion auf die globale Eigenschaften. Hier an dieser Stelle geht das nicht. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Ne? Zeichnen Sie ein Icon für Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Geht ja wahrscheinlich nicht bildhaft. Ne? Also sagen, es wird dann hingeschrieben, ist ein blödes Beispiel, so eins kommt nicht. Ne? Wir haben bessere Beispiele, so mit besseren Programmen. Aber dann muss man sagen, da habe ich ein arbiträres Zeichen gewählt, ein einfaches. Aber vielleicht ein übliches oder sowas. Gut. Ja, bei Icon, das habe ich beim letzten Mal ja gezeigt, bei Icon-Gestaltung haben wir im Prinzip all diese Anforderungen, die hier auf dieser linken Seite bei Aussehen stehen, schon drin. Das sind die Anforderungen an Icon-Gestaltung. Sind nicht nur die Anforderungen an Icon-Gestaltung, aber vor allem an Icon-Gestaltung. Sind auch gleichzeitig die Anforderungen eigentlich an alle Arten von Gestaltung am Bildschirm. Das nächste war Farbe und Licht. Keine Fragen zu Icons? Gut. Farbe und Licht. Was war da? Vordergrund-Hintergrund-Unterscheidung war das große Thema.
Also wie gestalte ich so, dass ich die Vordergrundelemente von den Hintergrundelementen unterscheiden kann? Das kann man wieder schön zurückbeziehen auf die Eigenschaften der Wahrnehmung als solches, also diese Hypothesenbildung. Ich gucke an nur eine Stelle, gucke an nur eine Stelle auf dem Bildschirm und muss an der Stelle schon sagen können, was ist vorne, was ist hinten. Das ist die entsprechende Hypothesenbildung. Auszeichnung, wie zeichne ich es, wie mache ich, kriege ich es hin, dass ein Objekt aus den anderen heraussticht. Das kann man natürlich per Farbe und per Helligkeitsunterscheidung gut machen. Wir haben über Farbmodelle gesprochen. Farbmodelle sollte man kennen, aber nicht zu detailreich. Also es geht vor allen Dingen darum, dass man sagen kann, welchen Vorteil hat denn so ein HSV- oder ein HSB-Modell gegenüber einem RGB-Modell. Aber ihr müsst nicht wissen, dass zum Beispiel beim HSL zum HSB sich da einmal die Helligkeit so berechnet und einmal so. Da haben wir ja so intensiv auch gar nicht drüber gesprochen. Aber diese Unterschiede, was ist vor allen Dingen der Vorteil von den Modellen gegenüber RGB? Das ist wichtig, das sollte man wissen. Gucken wir gleich nochmal kurz drauf. Chromatische Aberration sollte jedem von euch ein Begriff sein und auch mit vor allen Dingen insofern ein Begriff sein, auf das bezogen, worüber wir hier gesprochen haben. Ich brauche nicht die Definition von chromatischer Aberration aus der Fotografie, was eigentlich die gleiche ist, aber eine andere Konsequenz hat. Also, dass man irgendwie sagt, am Bildrand laufen die Farben auseinander und entstehen Unschärfen, das interessiert mich hier nicht, sondern es geht darum, was wir wissen wollen, wenn wir auf den Bildschirm gucken, was für Konsequenzen hat. Vor allen Dingen dieser Rot-Blau-Kontrast, ne? Auch da haben wir gleich ein Beispiel. Überhaupt Farbkontraste sind ein interessantes Konzept, sollte man wissen, was es damit auf sich hat, Kontraste überhaupt, ne? Farbwinkel klein halten, was bedeutet das? Das kann man sich vor allen Dingen gut mit dem Farbmodell gut erklären, also wenn man so ein HSL-Modell nimmt oder HSB-Modell nimmt, wo man ja diesen Farbkreis hat, dass man dann sagt, ich nehme in dem Farbkreis nur einen kleinen Winkel für die Farben, wie die auseinander liegen. Man sollte wissen, wann man Signalfarben einsetzt und wann nicht. Also vor allen Dingen, wie man auch vermeidet, dass man Signalfarben versehentlich einsetzt. Und denkt an das Schließen X von Windows, über das ich mal gesprochen habe, oder bei macOS auch diese drei bunten Buttons auf der linken Seite. Da sind eigentlich Signalfarben völlig unsinnig eingesetzt. Und wir haben intensiv nochmal über Helligkeitsübergänge gesprochen. Gucken wir uns einzelne Sachen an. Auszeichnung von Objekten, das sind gleichzeitig diese Techniken für Vordergrund-Hintergrundunterscheidung. Sättigungsunterschiede, vorne gesättigt, hinten ungesättigt. Da brauchen wir diese Farbmodelle für, sonst gelingt uns das nicht. Helligkeitsunterschiede, vorne hell, hinten dunkel, das ist eine andere Möglichkeit. Simulierter Schlagschatten, das heißt, ich mache so einen richtigen Schattenwurf da rein, habe ich jetzt hier gerade gar nicht im Beispiel. Dunkle und helle Kanten, das war das Beispiel mit unten und rechts dunkle Kanten, links und oben helle Kanten und Helligkeitsverläufe, also leichte Farbverläufe von oben nach unten. All das sind Möglichkeiten, dass ich diese Vordergrund-Hintergrund-Unterscheidung unterstütze und damit ein Objekt herauskommen lasse. Es kommt einem entgegen, optisch. Das sind die fünf Möglichkeiten. Mag noch mehr geben, aber diese fünf haben wir auf jeden Fall hier besprochen. Das ist die Sache mit den Farbmodellen. Ne? Also man sollte wissen, in RGB kriege ich es nicht hin, zwei ähnliche Farben zu finden ohne weiteres. Diese drei Zahlen, die ich hier habe für RG und B, sind wenig hilfreich. Ne? Das würde jetzt bedeuten, das rechte ist ein bisschen weniger rot, fast genauso grün, aber viel blauer. Das ist irgendwie nicht sehr intuitiv, weil man würde ja eigentlich sagen, das ist eigentlich die gleiche Farbe, der gleiche Farbton. Allenfalls etwas weniger gesättigt. Und das ist das, was das HSB-Modell uns hier unten auch genauso sagt. Ne? Ein bisschen dunkler ist es auch. Ne? Also weniger Sättigung und ein bisschen dunkler, aber der gleiche Farbton. Den Vorteil habe ich dabei. Chromatische Aberration, muss man wissen. Chromatische Aberration hängt zusammen mit den Wellenlängen des Lichts und der Brechung in der Linse dafür und sorgt dann dafür, dass wir immer anders fokussieren müssen. Dieses Problem hier, dass wenn Licht vorne reinkommt, die Farben an verschiedenen Stellen auf der Netzhaut scharf stellen und vor allen Dingen Rot und Blau ganz weit auseinander liegen, das führte ja zu diesem Effekt hier. Sollte man sich merken, sollte man wissen, was es ist und wie man es vermeidet.
Und wenn man sich jetzt mal fragt, warum ist es eigentlich erzwungene Sequenzialität? Sowas. Vorne fangen die ersten Leute an zu blinzeln, da muss man. Was ist die erzwungene Sequenzialität an dieser Stelle? Naja, zum einen entsteht so eine etwas indirekte erzwungene Sequenzialität, genau dieses, ich kann mir das gar nicht angucken, irgendwie. Das sorgt natürlich allgemein nicht dafür, dass man gut mit diesem Programm arbeitet, sorgt dafür, dass Stress aufkommt oder auch, dass man langsamer arbeitet, weil man es nicht richtig erkennen kann. Aber viel basaler gibt es eine erzwungene Sequenzialität schon im Auge, nämlich die Notwendigkeit dieses ständigen Umfokussierens an diesen Stellen. Und schon allein die sollte man vermeiden. Und da hilft unser Hinweis, Farbwinkel klein halten. Dieses ist der größtmögliche Farbwinkel. Ja, das war bei Farbe. Neue Kriterien hatten wir nicht, sind die gleichen letztendlich, die hier eine Rolle spielen. Typografie. Bei Typografie haben wir nicht ganz so viel, was man sich merken müsste. Fixationen und Sakkaden, das ist was man beim Lesen, also die Augenbewegungen, schnelle Augenbewegungen sind die Sakkaden und dann die Fixation, wenn ich auf eine Stelle gucke, das hatten wir aber eigentlich vorher schon, das habe ich nur nicht aufgeschrieben. Das konnte man vorher schon sagen, wenn ich sage, ich habe ja nur einen lokalen Bereich, in dem ich scharf sehe und ich gucke dann die ganze Zeit hin und her. Das sind diese Sakkaden und dann gucke ich an einer Stelle, das sind Fixationen, an der Stelle muss ich wieder was sehen, was ich erkennen kann, damit ich weiß, wo ich die nächste Sakkade hinmache. Das heißt, ich weiß, ist eigentlich nicht richtig gesagt, weil das nicht bewusst gemacht wird. Man guckt ja nicht so bewusst durch die Gegend. Man liest ja auch nicht bewusst. Also schon, dass man nicht versehentlich liest, obwohl auch das passiert natürlich. Aber nicht so, dass man sagt, ja, jetzt gucke ich mit dem Auge mal die Zeile entlang. Oh, die Zeile ist zu Ende, dann gucke ich mal wieder auf die. Sondern das ist ja etwas, was automatisch passiert. Was wir ja so gelernt haben, dass automatisch passiert. Die Schrifttypen muss man unterscheiden können. Serifen, serifenlose Schriften, Monospace-Schriften. Über Eindeutigkeit von Schriften sollte man was wissen und über die Auszeichnung von Schriften. Fett, Kursiv und so weiter. Dass man nicht unterstreicht. Solche Dinge. Verzeihung. Das war die Sache mit den Serifen. Also diese kleinen Füßchen an den Buchstaben. Das sollte man unterscheiden können. Und sagen können, warum sie manchmal gut sind und manchmal schlecht. Also bei hoher Auflösung und dem Druck gut und bei niedriger Auflösung und am Bildschirm eher von Nachteil. Ihr müsst nicht unbedingt Antiqua und Grotesk kennen, ne? Also Serifen und Serifenlos. Wenn ihr Antiqua und Grotesk dazu sagt, auch nicht schlimm. Also das ist egal. Könnt ihr euch aussuchen, was euch die liebere Sprechweise ist. Ja, gleich weiter. Es geht weiter. Zur Anordnung, es sei denn, es bestehen jetzt, ja. Für einen Fall zu den Serifenschriften, wenn jetzt ein paar Buchstaben Serifen haben und ein Großteil nicht, wo würde man sie dann einordnen? Ja, ich würde sie dann bei den Serifenschriften einordnen, aber wir geben euch keine Schriften. Wir geben euch nicht eine ganze Schrift hin und ihr sagt, was ist das für ein Schriftsatz. Sondern wenn, dann müsstet ihr sagen können, was die Vorteile und Nachteile von diesen entsprechenden Schriftsätzen sind. Es gibt tatsächlich häufig, das ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt, häufig Schriften, die haben, ja, die gehören eigentlich zu der einen Sorte, aber bei bestimmten Buchstaben. Also wenn man hier zum Beispiel bei dem Wort Dikten gleich mal guckt, das ist ja eigentlich, ist dies ja eine serifenlose Schriftart, aber das D hat dann doch irgendwie so einen kleinen Haken da oben bekommen. Wobei ich dann doch sagen würde, dies ist eine serifenlose Schrift. Bisschen schwierig. Es geht uns um die eindeutigen Unterschiede an dieser Stelle. Wenn man das ganz genau ausklamüsern müsste, dann hätte ich euch so irgendwie an die 20 verschiedenen Schriftfamilien sagen müssen, die es irgendwie alle gibt, die man alle unterscheiden kann. Wir haben sie so ein bisschen grober eingeteilt, weil es eigentlich ausreichend ist für unsere Zwecke. Gut, ach so, zur Anordnung sind wir übergegangen, wo wir die beiden Anforderungen hatten, Übersichtlichkeit und Strukturiertheit, die man natürlich auch mal auseinanderhalten können sollte. Ne? Kann man eigentlich relativ leicht sagen, Übersichtlichkeit ist alles, was man so mit ordentlich in Zusammenhang bringt und Strukturiertheit ist wirklich zugeordnet und gruppiert, also wo inhaltliche Zusammenhänge mit eine Rolle spielen. Bei Übersichtlichkeit hatten wir drei wichtige Techniken, wobei nur die ersten beiden eigentlich eine Technik sind, also alignieren, Fluchtlinien verringern, anordnen auf Fluchtlinien, sowohl vertikal als auch horizontal.
sollte man können. Wir lassen euch wahrscheinlich nicht, obwohl, ich weiß ich gar nicht, Nash-Fluchtlinien einzeichnen lassen, dauert so lange. Ne? Aber vor allen Dingen, wenn ihr eine Maske zeichnet, selber zeichnen müsst, was häufig vorkommt, oder ihr müsst eine Maske verbessern. Wenn eine Maske zu verbessern ist, ach, das ist doch für uns so schön, die Sache mal aus der Alignierung zu werfen, ne? Wenn eine Maske zu verbessern ist. Das heißt, man muss dann sagen, Obacht, alignieren, sowohl horizontal als auch als vertikal, muss hier sein und ich, in der Verbesserung male ich das entsprechend ein. Ne? Man kann dann auch mit so einer Linie arbeiten und sagt dann, das ist eine gerade Linie, dann haben wir damit auch gewusst, aha, das habt ihr als eine Fluchtlinie angesehen. Ne? Ihr hattet nur beim Zeichnen irgendwie einen Knick im Finger oder sowas. Ne? Das ist okay. Alignieren, das ist die wichtigste eigentlich von diesen Übersichtlichkeitssachen. Absetzen ist die andere, Platz schaffen, um zwischen den Objekten, sodass Gruppen von Objekten entstehen. Das ist die andere wichtige Sache. Hier an dieser Stelle noch ohne inhaltliche Zusammenhänge gemeint. Also man kann einfach sagen, ich schaffe mir einfach Übersichtlichkeit dadurch, dass ich so kleine Häufchen von Inhalten mache. Wie die inhaltlich zusammenhängen, ist an dieser Stelle nochmal eigentlich egal. Ja, und das andere, weil ich sagte, ist eigentlich keine richtige Technik, ist einfach nur so ein Hinweis, überflüssige Elemente gänzlich zu vermeiden, also irgendwelche Zierelemente, klassische zu vermeidende Elemente sind vor allen Dingen auch Linien. Also Linien, die irgendwo zwischengezeichnet werden, die kann man fast immer weglassen und dafür vielleicht ein bisschen absetzen, ein bisschen Platz nehmen. Ist immer eine bessere Idee. Vor allen Dingen, weil Linien immer dieses Problem haben, ich gucke auf die Linie und dann muss ich dieser Linie irgendwie folgen, aber die Linie gibt mir keinen Hinweis darauf, irgendwie, wohin es weitergeht. Eine einzelne Linie ist eigentlich immer irgendwie, nee, ne? Also sollte man lassen. Kommen auch übrigens in der natürlichen Umwelt erstaunlich selten vor, einzelne Linien. Vielleicht kleine Äste, aber dann sieht man eigentlich auch mehr so den ganzen Baum als Ganzes. Ne? Gut. Strukturiertheit, dann halt entsprechend mit inhaltlichen Bezügen. Zuordnung, hatten wir diese drei Möglichkeiten der Zuordnung. Kollokation, Kongruenz und Kopplung. Die drei Möglichkeiten, wie ich zwei Elemente einander zuordne. Es ging dann immer um Beschriftung zum Button oder sowas. Ne? Gruppierung, also ich packe die Sachen, die zusammengehören, zusammen. Auch wenn dann, wenn wieder so eine Maskenzeichnenaufgabe dran käme, könnt davon ausgehen, wir geben dann das, was in die Maske einzuzeichnen ist, wahrscheinlich in etwas durcheinanderer Reihenfolge an. Ne? Das muss man erst gruppieren, die sollte man erst zueinander passend gruppieren. Naja, und dann, wie zeichne ich die Gruppe ein? Entweder kann ich sie absetzen oder ich staple sie. Das heißt, ich mache eine Fläche, die sich räumlich abhebt. Mit diesen Techniken, die wir vorhin besprochen hatten, die ich bei der Auszeichnung eben hatte. Auf keinen Fall umrahmt man sie. Da sollte man auch wissen, warum. Also stapeln statt umrahmen sollte man wissen, warum eigentlich nicht. Was man können muss, ist eine Maske gestalten können nach diesen Kriterien. Gucken wir kurz drauf, damit vielleicht klar ist, was ich so alles gemeint habe, das war die Sache mit den Fluchtlinien bei diesem Programm zur Synchronisation mit PDF-Servern. Die haben es nicht besonders gut gemacht, die haben irgendwie Unmengen Fluchtlinien. Und dann, das ist eine Folie, die habe ich mir aus den Übungen geklaut, wie kann man es schöner machen? Und das kann man doch nur eindeutig sagen, das untere ist doch erheblich schöner und aufgeräumter. Es ist allerdings insofern auch ganz interessant, weil es so weit aufgeräumter ist, dass es mehr Platz in Anspruch nimmt. Bitte. Kannst du eine Frage beantworten, wie die Zeit sich damit beschäftigt, was zu den blauen Sternen? Ja, hat zwar jetzt überhaupt nichts, also die Frage war, was haben die blauen Sterne da eigentlich zu sagen? Es hat natürlich überhaupt nichts mit dieser Vorlesung zu tun. Diese Software hat einen Modus, den man für wenig Geld kaufen kann und einen, den man für viel Geld kaufen kann. Und bei den Funktionen, die man für viel Geld kaufen kann, sind diese blauen Sterne dahinter. Und blöderweise sind die nicht nur in der Testversion dahinter, wo man dann sagen könnte, hier musst du Geld für bezahlen, das könnte ich ja noch verstehen, ne? Dass man das vielleicht macht. Nein, auch wenn man das viele Geld bezahlt hat, bleiben diese blauen Sterne da. Das ist eine Premium-Funktion. Dummes Zeug, ne? Also an dieser Stelle nichts zu sagen. Ist aber wirklich für die Klausur wirklich irrelevant. Überflüssiges Weglassen hatten wir dieses schöne Beispiel, ne? Einfach durch das Weglassen dieser vielen
zusätzlichen Rahmen könnte man schon es erheblich viel schöner gestalten. Das Einzige, was jetzt noch zusätzlich passiert ist, dass ich nicht nur was weggelassen habe, sondern auch noch ein paar zusätzliche Elemente da reingemacht habe, einfach um so einen klareren Block hinzukriegen. Ne? Das heißt, ein bisschen auf Fluchtlinien reduzieren an der Stelle. Das waren die drei Möglichkeiten der Zuordnung. Bitte. Ja, das reicht. Also die erste Frage habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. In der Klausur reicht es, wenn du umrahmst und dann sagst, das ist gestapelt. Wenn du ein bisschen Zeit hast, am Ende oder so beim Durchgucken, schreib vielleicht mal hin, wie man das macht. Ja? Also zum Beispiel untere rechte Kante dunkel, obere linke hell oder so, dann sind wir noch glücklicher. Aber wahrscheinlich würde uns auch das erste schon ausreichen, dass du das sagst. Und was war die erste Frage nochmal? Das stimmt. Das ist hier, sollen wahrscheinlich eingedrückte Felder sein. Wofür es genau steht, ehrlich gesagt, bin ich mir nicht sicher. Nein, eigentlich nicht. Bei Stapeln haben wir eigentlich nur nach dieses Stapeln nach oben besprochen, um entsprechende Hierarchien darzustellen. Dieses Stapeln nach unten macht man gerne für Eingabefelder. Ne? Da haben wir aber gar nicht weiter so drüber gesprochen und ich würde es auch nicht unter dem Zusammenhang fassen. Gut, dies waren die drei Möglichkeiten zur Zuordnung hier in Ihrer schönen Sache am Herd. Vor allen Dingen wichtig die Kollokation und Kopplung haben wir dann ja noch drüber gesprochen, dass man das zusätzlich eigentlich immer machen kann, dass man immer so einen zusätzlichen Pfeil oder eine zusätzliche Linie einbauen kann. Dann sollte man natürlich sagen, naja, wo gibt es solche Zuordnungsprobleme? Und das ist natürlich unser Problem schlechthin, ne? Die generischen Buttons. Ne? Also wenn wehe, da malt mir einer einen generischen Button in die Klausur. Ne? Da gibt es 10 Punkte Abzug quer über jede Aufgabe, wenn das jemand macht. Ne? Also generische Buttons gehören da nicht hin. Und man sollte natürlich auch wissen, warum nicht. Naja, das, was auf den generischen Buttons, was dann passiert, das steht dann an einer anderen Stelle. Und das ist einfach verschenkt. Ne? Ich muss dann immer an eine andere Stelle gucken. Stapeln statt umrahmen. Nochmal einmal kurz. Genau, dies ist das Problem, wenn ich umrahme und ich gucke auf irgendeinen Bereich in einer Maske und ich sehe quasi nur dies, dann kann ich überhaupt nicht sagen, welche Linie zu welcher Figur oder sonst irgendwie gehört. Wenn ich aber sowas habe, dann weiß ich, da sind offensichtlich zwei rechte Kanten und eine linke Kante. Und ich weiß immer, das war ein bisschen schnell, egal. Ich weiß, wohin sich die Figuren schließen, nach wohin es weitergeht. Hier sieht man es einmal im Ganzen. Ne? Das heißt, ich sehe ja hier erheblich plastischer, wohin sich das schließt, als da oben. Auch im Gesamteindruck erscheint das ja so. Ne? Also diese Stapelung kommt viel besser zum Tragen. Genauso wie da könnte man es natürlich auch mit anderen Techniken machen. Ne? Aber die Technik macht bitte nicht in der Klausur. Es sei denn, ihr seid ganz schnell fertig und habt einen ganz schönen Bleistift. Ach so, Bleistift, wollte ich noch zu sagen. Es wird immer wieder gefragt, ob man in der Klausur mit Bleistift zeichnen kann. Eigentlich darf man ja nicht mit Bleistiften zeichnen in der Klausur. Das hätte ja vor allen Dingen den Nachteil, dass wir ja mit dem großen Radiergummi kommen könnten und dann sagen, habt ihr überhaupt gar nichts hingemalt oder war ja alles wegradiert. Wir haben es bisher immer so gehandhabt, dass wir gesagt haben, ausnahmsweise ja. Wenn ihr die Maske zeichnen wollt oder so, könnt ihr das ausnahmsweise mit Bleistift zeichnen. Ich würde euch dann bitten, wenn ihr hinterher am Ende ein bisschen Zeit haben solltet, am Ende der Klausur, dass ihr dann vielleicht hingeht und diese Maske nochmal so ein bisschen überzeichnet. Ne? Also, dass dann hinterher am Ende nicht eine Bleistiftzeichnung bei rauskommt. Wenn wir nur eine Bleistiftzeichnung haben zur Korrektur, werden wir auch die korrigieren. Ne? Ist also nicht, dass es hinterher falsch wäre oder sowas. Aber eigentlich ist es nicht so Sinn der Sache. Nur ich kann es verstehen, dass man nicht gerne mit einem Kugelschreiber zeichnet. Ne, mache ich auch nicht gerne. Wenn ihr euch verzeichnet, das ist natürlich auch kein Problem. Erstmal ist in der Klausur sowieso viel Platz. Ihr könntet ja theoretisch jede beliebige Rückseite bemalen, müsstet dann natürlich hinschreiben, dass das irgendwo auf irgendeiner Rückseite steht. Aber ihr kriegt auch Zusatzpapier von uns, wenn das nötig ist. Gut. Das waren
die beiden Sachen zur Anordnung. Gehen wir weiter. Weiter ging es mit Rückmeldung und Anschlusshandlung, wenn man so will. Also Feedforward, dieser Aspekt, den wir ja da auch noch drin hatten. Und da gab es eine ganze Menge, das waren auch zwei Vorlesungen hintereinander. Das heißt, da ist eine lange Liste an Themen, über die man Bescheid wissen sollte. Das liest sich jetzt allerdings schlimmer, als es ist, weil es vor allen Dingen die Anforderungen an die Rückmeldung sind, die ganzen Kriterien. Also die Unmittelbarkeit. Rückmeldung sollte unmittelbar erfolgen. Denkt an den Kaffeeautomaten. Ne? Da hat man gesehen, was passiert, wenn es nicht unmittelbar passiert. Ne? Man macht einfach Fehler und macht es mehrfach. Rückmeldung sollte lokal geschehen. Dort, wo man hinguckt. Dort, wo derjenige gerade hinguckt, sollte die Rückmeldung passieren. Kann man sich immer fragen, woher weiß man, wo der Nutzer gerade hinguckt? Hatten wir Techniken dafür. Zum Beispiel die Annahme, dass wenn wir einen Mauszeiger haben, der Nutzer wahrscheinlich dahin guckt, wo der Mauszeiger ist. Das Gleiche könnte man übrigens bei Touch auch machen. Sollte man allerdings nicht eine Anzeige unterhalb dessen machen, weil man da, das ist anatomisch schlecht, ne? Da hat man meistens die Hand. Also wenn man das macht, müsste man die Rückmeldung oben drüber machen. Dann viel Differenziertheit. Differenziertheit heißt, alle Handlungsalternativen anbieten beim Feedforward und beim Feedback vor allen Dingen, genaue Beschreibung dessen, was eigentlich passiert ist. Also letztendlich kann man sagen, wie ist es gekommen, was kann ich machen? Das sind die beiden Sachen bei Feedback und Feedforward. Attentionalität, das Kriterium, was uns ermöglichte, die Aufmerksamkeit auf etwas zu leiten. Was kann man machen? Naja, das, was wir vorher alles so vermeiden wollten, machen wir jetzt halt. Ne? Wir lassen irgendwo was zappeln auf dem Bildschirm, wir machen irgendwie ein Objekt ganz anders aussehend als die anderen oder wir könnten auch noch mit Ton arbeiten. Das sind die Möglichkeiten, wenn wir so für Attentionalität haben. Fortlaufende Rückmeldung war wichtig vor allen Dingen für die Beeinflussbarkeit. Ich habe einen langen Prozess, der läuft, ich muss fortlaufend anzeigen, in welchem Zustand er sich eigentlich gerade befindet. Da hatten wir so ein paar Tricktechniken, wie man da so dafür sorgen kann, dass derjenige sich wohler fühlt. Die sind nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man sich merkt, es muss fortlaufend angezeigt werden und dann auch noch, dass es differenziert sein muss. Also nicht nur dieser Balken, sondern auch noch zusätzliche Informationen. Wie viele Objekte sind es noch, wie lange dauert es noch? Gut. Naja, und daraus schloss sich die komplette Beeinflussbarkeit eigentlich an. Das heißt, eine Beeinflussbarkeit im Sinne von, ich habe einen Prozess, der lange läuft, dann brauche ich eigentlich eine fortlaufende Rückmeldung. Wenn ich die nicht habe, dann habe ich eigentlich überhaupt gar keine Entscheidungsgrundlage, auf Grundlage derer ich handle. Also wenn ich nicht eine ganze Zeit angezeigt kriege, wie lange dauert denn wohl noch der Kopierprozess, das ist das klassische Beispiel, dann habe ich eigentlich, weiß ich eigentlich nicht, wann ich abbreche und mache dann im Zweifelsfall sowas Blödes und breche den eine Sekunde vor Ende ab. Und dann ist also Mist. Ne? Also fortlaufende Rückmeldung ist die Grundlage für das. Dann bei Beeinflussbarkeit, Abbrechbarkeit, das A und O, immer. Immer. Also wenn es so sein sollte, dass so eine entsprechende Maske zu gestalten wäre oder zu verbessern wäre und die hat keine entsprechende Möglichkeit des Abbruchs, dann muss die Abbrechbarkeit gewährleistet werden. Möglichst aber nicht mit der Beschriftung abbrechen. Ne? Erinnert euch daran, keine generischen Knöpfe. Unterbrechen, das heißt, ich kann mit dem Programm dann irgendwie weiterarbeiten, ich unterbreche das oder ich kann die Festplatte abziehen oder aus welchem Grunde immer man unterbricht. Mit dem Nachteil, ich brauche eine GUI, um dieses Unterbrochene hinterher fortsetzen zu können. Und so quasi das Unterbrechen ins Extreme getrieben, beziehungsweise naja, diese gleichen Probleme ins Extreme getrieben, habe ich bei Nebenläufigkeit. Ich mache das Programm so, dass es mich gar nicht erst in den Zustand kommt, dass ich unterbrechen müsste, sondern die Sachen laufen gleich parallel, nebenläufig ab. Hat man natürlich häufig. Auch da habe ich natürlich das Problem, dass ich eine entsprechende GUI brauche, um diese Nebenläufigkeiten zu steuern. Das sind die drei Anforderungen bei Beeinflussbarkeit. Ja, und dann haben wir über Kontinuität noch gesprochen, was natürlich ein sehr wichtiger Aspekt ist in diesem ganzen Zusammenhang. Bei Kontinuität ging es immer darum, eine stabile Umwelt zu gewährleisten. Das, was ich halt hier habe, wenn ich hier so im Raum herumgucke, das heißt, ich gucke jetzt hier den Gero an, da ist er, wenn ich jetzt hier so hingucke und erzähle hier jemandem was und dann gucke ich wieder zurück, dann nehme ich davon aus, er ist immer noch da. Es gibt ja da diese schönen
Videos oder Gags, wo man dann das genau irgendwie hinkriegt, dass das nicht so ist. Und dann könnte es glatt passieren, dass wenn Nero irgendwo hier ganz leise rausschleichen würde und ich würde da hingucken, würde dann hier, dass ich gar nicht merke, dass er nicht mehr da ist. Ne? Weil man damit davon eigentlich nicht ausgeht. Man geht immer von einer gewissen Stabilität aus. Und das müssen wir halt auch gewährleisten. Deswegen sollte man sowas machen wie Animationen. Das heißt, Sachen, die sich ändern, ändern sich nicht schlagartig. Einer, der von euch da oben sitzt, sitzt jetzt nicht, gucke nicht nach da und gucke hier und dann ist er da, sondern der muss diesen Weg ja zurücklegen. Und das sollte man halt auch entsprechend am Computer umsetzen. Und der andere große Aspekt bezog sich auf das Preemption-Dilemma. Preemption-Dilemma, wenn man es übersetzt, ist ja Unterbrechungsdilemma. Das heißt, dass ich also möglichst vermeide, dass ich einen plötzlichen Kontextwechsel habe. Dass ich also nicht in einer Sekunde eine solche User-Interface vorfinde, dann drücke ich auf den Knopf und dann habe ich ein User-Interface, was komplett anderes ist. Das sorgt zur Desorientierung und vor allen Dingen sorgt es dafür, dass ich auf die vorherigen Inhalte auch nicht mehr zugreifen kann. So sollte auf jeden Fall vermieden werden. Gut, eine ganze Menge Themen. Ich habe einige ein bisschen rausgesucht. Sprites als Mittel der Rückmeldung, ganz beliebte Frage auch immer gewesen. Ich habe einen Mauszeiger und am Mauszeiger wird alles Mögliche mir angezeigt. Sprite ist der Mauszeiger, ne? Mauszeiger als Mittel der Rückmeldung. Und ich zeige am Mauszeiger möglichst viel Informationen an, möglichst differenziert. Lokal ist es sowieso am Mauszeiger, in der Annahme, dass da, wo ich mit dem Mauszeiger hingehe, auch hingucke, was die allermeisten Leute tun. Und unmittelbar ist es auch an dieser Stelle. Das heißt, unmittelbar liegt es ja daran, das heißt, sobald ich über was anderes gehe, ändert sich das ja auch schon sofort, nicht erst ganz verzögert. Wenn das passieren würde, würde ich wahrscheinlich Fehlbedienungen machen, wenn das nicht unmittelbar wäre. Oder wenn sogar der Mauszeiger selber nicht unmittelbar reagieren würde. Das heißt, der würde laggen, wie man dann ja heute so schön sagt, der würde so hinterher haken, dann kann man die Maus überhaupt nicht mehr bedienen. Wenn man versucht, es geht überhaupt nicht. Gestaltung von Meldungsfenstern hatten wir im Zusammenhang mit Rückmeldungen und in der Vorlesung hatte ich dieses Klassische gezeigt. Und in der Übung habt ihr euch ein bisschen darüber unterhalten, wie könnte man das eigentlich noch nach unseren Kriterien verbessern. Und ich habe mir jetzt mal das überlegt, ja, wie sieht es denn aus, wenn man es verbessert? Also man könnte ja mal sagen, es ist jetzt schon ziemlich blöd eigentlich, dass man die Buttons alle unten so beieinander hat, aber die Beschreibung an anderer Stelle. Ne? Das ist ja für, also sagen wir mal, für Zuordnung, also nicht besonders gut. Wie ist es mit der Differenziertheit? Ja gut, die könnte gut sein, aber ich habe sie auch immer so sehr verteilt. Eine viel bessere Gestaltung wäre doch diese. Ich habe oben einen Meldungstitel, ich habe oben eine allgemeine Erklärung, dann nehme ich die Buttons halt untereinander und schreibe die Erklärungen daneben. Sowas gibt es heute oft, gerade der Microsoft-Kopierdialog zum Beispiel ist ein solcher, der so gestaltet worden. Wenn ihr mal darauf achtet, also wenn ihr nicht der Kopierdialog, sondern der Dialog, was passiert, wenn eine Datei schon da ist, die ihr dann darüber kopiert, die sieht genau so aus. Da habt ihr links alle Auswahlen und da steht rechts dann daneben, was es ist. Der einzige Unterschied ist, ihr könntet auch die Erklärung selbst anklicken. Was auch keine schlechte Idee ist, aber aufgrund eines ganz anderen Kriteriums, ne? Fitts Law und Ausführbarkeit sind wir dann. Das kommt später. Wäre auch gut. Also auch das wäre noch eine mögliche Verbesserung. Also man sieht, es gibt immer Möglichkeiten, Sachen noch ein bisschen weiter zu verbessern. Ja, Differenziertheit kann eine ganze Menge bedeuten. Auch etwas, was ich mir mal hier aus der Übung geklaut habe vom Total Commander. Hier dieser Kopierdialog, der ist differenziert bis zum geht nicht mehr. Fast, muss ich sagen, persönlich finde ich ihn fast etwas ein bisschen zu differenziert, weil er einfach an so vielen Stellen was anzeigt, was sich dann natürlich auch an allen möglichen Stellen ändert. Das heißt, es ist wieder auch ein bisschen unübersichtlich, ne? Weil sich überall was ändert. Aber ich kriege wirklich jede Information, die ich brauche. Ne? Hier ist alles an Differenziertheit gegeben, was da ist. Und gleichzeitig habe ich hier auch die Möglichkeiten des Abbrechens. Da, blöderweise Abbrechen genannt. Unterbrechen, hat man Pause genannt, okay, und Nebenläufigkeit ist auch möglich. All diese drei Möglichkeiten der Beeinflussbarkeit sind gegeben. Beim Abbrechen gibt es hier sogar noch die besonders lustige Variante, dass wenn man auf Abbrechen drückt, dann dieser Dialog kommt, der dann fragt, ob man das Abbrechen mit okay bestätigt oder lieber das Abbrechen abbricht.
Also da sieht man schön, warum Abbrechen keine gute Idee ist. Und vor allen Dingen nicht Abbrechen vom Abbrechen. Bitte. Genau, genau. Du würdest hinschreiben, kopieren, abbrechen und zurücksetzen oder sowas. Oder würdest nur schreiben, kopieren, abbrechen und würdest dann im Zweifelsfall einen Text daneben setzen, der das genauer erläutert. Ne? Weil oft ist ja nicht der Platz, kannst ja nicht eine ganze Bedienungsanleitung auf den Button schreiben. Aber auf jeden Fall hinschreiben, was man abbricht. Das ist auf jeden Fall wichtig. Gut, damit haben wir diese ganze Säule hier, diese ganze Rückmeldungssäule schon hinter uns gebracht. Plus die Beeinflussbarkeit auch schon. Sind wir doch schon relativ gut durchgekommen. Weiter ging es mit Navigation. Also, wie finde ich mich in großen Mengen zurecht? Große Datenmengen, große Funktionsmengen. Das ist ja ein Problem, was ich eigentlich immer habe. Ne? Bei den bisherigen Sachen gingen wir immer fast so aus, ich könnte irgendwie alles auf einer Bildschirmseite gestalten. Welche Software schafft das schon, ne? Dass man irgendwie alles auf einer Bildschirmseite unterbringt? Ich habe immer das Problem, ich möchte gleichzeitig übersichtlich sein, aber auch vollständig. Das ist das Grundproblem, weswegen ich diese Techniken brauche. Das sollte man wissen, sollte man einmal anerkennen, dass das so ist. Dann, und da wollte ich jetzt gleich nochmal drauf hinaus, weil ich gehört habe, dass es da in den Übungen teilweise, also nicht in den Übungen, sondern in den Übungsabgaben, ein bisschen Schwierigkeiten gab. Gab es zwei Unterscheidungen, die wir gemacht haben, beziehungsweise ich habe sie ja gemacht, syntaktische und semantische Strukturen zum einen mal habe ich unterschieden und zum anderen Techniken für die Navigation auf Indexebene und auf Objektebene. Teilweise wurden die in den Übungsabgaben auf kurioseste Weise ineinander geschoben, sodass dann sowas war wie syntaktisch versus auf Objektebene oder irgendwie sowas. Das macht keinen Sinn. Wir müssen die Sachen noch einmal auseinander uns überlegen. Was ist der Unterschied? Was ist eine syntaktische und was ist eine semantische Struktur? Zum ersten Mal können wir uns überfragen, wo brauche ich überhaupt eine Struktur? Naja, wenn ich irgendwie es hinkriegen will, diesen Designkonflikt aufzulösen, ich möchte alles darstellen, aber ich möchte es gleichzeitig übersichtlich behalten, dann muss ich irgendwie eine Struktur haben, die sagt, was gibt es noch und wie geht es weiter. Ich kann die nicht einfach beliebig einfach nur Daten haben und die nicht zusammenhängend sind. Weil wie will ich da eine Struktur darstellen? Ich muss ja irgendwie mich auf eine Struktur beziehen. Das brauche ich also. Sonst kann ich höchstens eine Suche anbieten. Ne? Das geht natürlich. Da kann ich natürlich einfach im Volltext über alles suchen. Das ist dann schon irgendwie möglich. Naja, was sind syntaktische und was sind semantische Strukturen? Syntaktisch bedeutet eine Struktur auf Grundlage der Form. Das heißt zum Beispiel alphabetisch oder nach Erstellungsdatum oder sowas. Das sind syntaktische Strukturen. Jetzt klingt es so, als wären es immer Listen, muss natürlich nicht sein. Alphabetisch zum Beispiel kann ich auch einen Baum haben. Ne? Also ich kann ja auch in so einen Baum alphabetisch einsortieren. Ist ja sogar oft so bei Suchbäumen und so. Ne? Semantisch sind inhaltliche Zusammenhänge. Das heißt, ich schreibe zum Beispiel einen Text über Ergonomie und in dem Text Ergonomie schreibe ich, das Ganze hat auch viel zu tun mit Barrierefreiheit. Und dann mache ich eine inhaltliche Verknüpfung von Ergonomie zur Barrierefreiheit. Das geht aber nicht syntaktisch, das kann ich nicht aus den Worten schließen, Ergonomie und Barrierefreiheit, sondern ich kann das nur semantisch, weil ich als denkender Mensch davor gestanden habe und gesagt habe, das ist ein inhaltlicher Zusammenhang. Das meinen wir hier als Unterschied zwischen syntaktisch und semantisch. Der Begriff Semantik ist in der Informatik manchmal etwas anders gebraucht. Also gerade im Bereich Programmiersprachen wird der Begriff Semantik für etwas gebraucht, was wir noch syntaktisch nennen würden. Da müssen wir jetzt mit leben. Ne? Also wir meinen mit semantisch tatsächlich quasi mit von einem denkenden Wesen eingefügte inhaltliche Zusammenhänge. Das sind semantische Zusammenhänge und da eine semantische Struktur. Wikipedia ist voll von sowas. Ne? Diese ganzen Querverlinkungen, das sind alles semantische. Sie haben teilweise auch syntaktische. Wenn es zum Beispiel sowas gibt wie Ereignisse im Jahr 2015, das ist semantisch. Syntaktisch, Entschuldigung. Das ist syntaktisch. Nämlich rein aufgrund dieses Datums 2015. Gut, das ist die eine Unterscheidung. Und dann hatten wir die Unterscheidung auf Indexebene und auf Objektebene. Indexebene, im Prinzip arbeite ich nur mit den Objekttiteln,
Ne? Und die sind irgendwie verknüpft. Das andere ist, ich gucke in das Objekt hinein und kann das ganze Objekt nicht gleich komplett darstellen und brauche irgendwelche Techniken dafür. Und für beides hatten wir uns Techniken ausgedacht. Auf Indexebene gibt es vor allen Dingen Menüs, Reiter, lokale Karten und Breadcrumbs. Und auf der Objektebene Scrolling, so Rollen kann man auf Deutsch sagen, der Begriff Scrolling ist irgendwie verbreiteter. Scrollen, Blättern, Fisheye-Darstellung, so verzerrte Darstellungen und Progressive Disclosure. Diese Techniken sollte man an sich auch alle möglichst kennen. Das heißt aber auch wiederum nicht, dass wir sagen, naja, nennen Sie mal alle Techniken der Navigation auf Objektebene, sondern wir würden nach einer fragen. Ne? Wir würden jetzt sagen, erläutern Sie Progressive Disclosure und beschreiben Sie die dabei auftretenden möglichen Designkonflikte. Irgendwie sowas. Ne? Also das wäre so eine übliche Art der Fragestellung. Gucken wir es uns einmal gerade kurz an. Die auf Objektebene. Menüs, Reiter hatten wir hier noch als Möglichkeit, die hatte ich auf der anderen vergessen aufzuschreiben, sind aber Menüs natürlich irgendwie sehr ähnlich. Lokale Karten, Breadcrumbs, das sind die Varianten, die es da gibt, wo wir jeweils intensiv darüber gesprochen haben, welche Vor- und Nachteile sie alle so haben. Vor allen Dingen auch bei den Menüs, erinnert euch vielleicht an mein Granteln darüber, dass die Menüs irgendwie verschwinden, beziehungsweise dass sie alle in diesem Menü-Icon verschwinden und es wegkommt, dass diese Menüs so dargestellt werden. Da kann man sich gute Gedanken mal zu machen, welche erzwungene Sequenzialität dadurch eigentlich passiert. Auf vielerlei Ebene. Ne? Wenn ich ein Menü, wenn ich Platz habe, so ein Menü darzustellen, das aber nicht mache, sondern in so ein Burger-Icon verstecke, diese drei Striche, dann habe ich das Problem, zum einen muss ich immer einmal mehr klicken, das ist ja schon mal ganz offensichtlich so, ich muss einmal mehr klicken, um das Menü überhaupt zu sehen, aber vor allen Dingen sehe ich das Menü halt auch nicht. Das heißt, ich bin viel mehr wieder in diesem Zustand, dass ich mir merken muss, was in den Menüs drin stand. Also es hat mehrere Nachteile auf mehreren Ebenen. Bei den anderen Techniken, Scrollbars, auch da habe ich einmal gegrantelt und darüber gegrantelt, dass Scrollbars sehr wichtig sind und sehr notwendig auch heutzutage noch und immer dargestellt werden sollten. Vor allen Dingen den Aspekt, und den solltet ihr nicht vergessen, wenn wir nach Scrollbars fragen sollten, Scrollbars haben das Potenzial, das Verhältnis des Ausschnitts zum Ganzen darzustellen. Und der Aspekt geht halt mit verloren, wenn ich sie ausblende, weil ich ja nicht mehr mit der Maus an den Scrollbar scrolle. Was natürlich heute so ist, also kaum jemand macht das ja noch. Ne? Nimmt eine Maus, geht dann die Seite an die Scrollbar und scrollt dann, bewegt dann den Balken hoch und runter. Das macht man irgendwie nicht mehr, das ist aus der Mode gekommen. Beziehungsweise ist nicht nur aus der Mode gekommen, die anderen Techniken sind ja auch viel praktischer. Aber es geht halt dieser Aspekt des Darstellens, des Verhältnisses zum Ganzen verloren. Und der ist eigentlich fast der wichtigere, möchte ich meinen. Und Frage da oben? Nee. Progressive Disclosure, schrittweises Aufdecken als eine Technik, wo ich sage, naja, ich brauche nicht immer alle Möglichkeiten. Es ist nicht notwendig. Die meisten Leute brauchen nicht alle Einstellmöglichkeiten an dieser Stelle. Oder man will für den ersten Überblick nicht alle Details wissen und vielleicht nur in einzelnen Aspekten einzelne Details wissen. Dann kann ich dieses schrittweise Aufdecken machen, so wie man es hier gemacht hat bei der Zeilenhöhe und bei diesen anderen Sachen. Ne? Die Haupteinstellungen sind vorgegeben und nur wenn ich davon abweichende habe, dann habe ich einen weiteren Knopf und dann eröffnet sich da etwas weiteres. Das ist auch eine solche Technik, mit der man es hinkriegt, obwohl man viel Inhalt hat, ihn nicht alles auf einmal darstellen zu müssen. Was natürlich eine gute Vereinfachung ist an dieser Stelle. Gut. Was haben wir jetzt gehabt? Wir haben jetzt unten über die Orientierbarkeit gerade gesprochen. Das ist das Kriterium der Orientierbarkeit gewesen. Kommen wir als Letztes, und ich komme dann tatsächlich da heute fast durch, noch zu dem Bereich Eingaben. Und das ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir darüber gesprochen haben. Was hatten wir alles bei Eingaben? Zwei große Bereiche. Der eine der Handhabbarkeit. Wie kriege ich es hin, dass ich Eingaben überhaupt machen kann? Also, dass ich überhaupt in der Lage bin, die Eingaben vernünftig hinzukriegen. Da haben wir über Handhabbarkeit gesprochen. Fitts Law vor allen Dingen das Große. Fitts Law fragen wir nicht nach der Formel, aber wir fragen gerne mal, welchen Zusammenhang Fitts Law beschreibt. Hinweis, ein Zusammenhang besteht immer zwischen mindestens zwei Dingen.
Wir hatten eine Lösung in der Klausur, da stand, Fitts Law beschreibt den Zusammenhang der Zeit. Es hat zu großen philosophischen Diskussionen Anlass gegeben. Aber wir sind zu keiner Lösung gekommen, was damit gemeint gewesen sein konnte. Ne? Also man muss wissen, zwischen welchen, was das für Zusammenhänge sind. Fitts Law. Vor allen Dingen dann dieser Aspekt des unendlichen Bildschirmrandes. Ne, bei diesen Mauszeigertechniken, dass man da sich so Trick, also so kann man sich das vorstellen, dass man da einen unendlichen Button hat, unendlicher Bildschirmrand und lokale Vergrößerungen, auch die hängen ja mit Fitts Law in gewisser Weise zusammen, dass ich es hinkriege, genauer zu positionieren, also dann zu der Situation, wenn ich positionieren will, etwas größer zu haben, als wenn es nicht der Fall ist, wenn ich nicht positionieren möchte. Und das andere ist der Bereich der Ausführungsminimalität gewesen. Das heißt, wie kriege ich es hin, dass ich möglichst wenige Eingaben überhaupt machen kann? Das ist natürlich etwas, was immer für eine Beschleunigung sorgt, wenn ich eine Eingabe gar nicht erst zwanghaft machen muss. Und da gab es eine ganze Menge an Techniken, die hier alle aufgeführt sind. Die langweiligste ist die mit den Standardwerten. Und dann kommen die ganzen restlichen. Ich weiß trotzdem, wenn wir danach fragen, kommen wieder Standardwerte als häufigste Antwort. Es ist irgendwie so, die sitzt irgendwie am meisten drin, ist ja auch richtig, also kein Problem. Aber die anderen, OA-Ausgabe habe ich geschrieben, kann man noch korrigieren, interreferenzielle Ein-Ausgabe, das heißt, etwas, was ich schon mal eingegeben habe, noch nicht nochmal eingeben müssen, etwas, was schon mal ausgegeben wurde, nicht nochmal eingeben müssen. Aufgabenspezifische Eingabebeschränkungen, das heißt, Eingaben, die gar nicht gültig sind, die gar nicht möglich sind an dieser Stelle, sollte ich vielleicht auch gar nicht machen können. Dadurch habe ich erstmal viel weniger Fehler und im Zweifelsfalle habe ich auch weniger Eingabemöglichkeiten und bin dadurch schneller. Häufig genutzte Nebenfunktionen anzubieten, beschleunigt es, bedeutet aber, ich muss genau überlegen, was das für ein Programm ist und welche Funktionen das sind. Also, dass ich zum Beispiel sage, immer dann, wenn ich zum Beispiel eine Überweisung machen will, kommen die Leute auf den Gedanken, nochmal schnell ihren Kontostand zu checken oder sowas. Wenn ich sowas feststelle in so einem Programm, dann kann ich sagen, dann sollte ich diese Funktion hier anbieten, beziehungsweise die Anzeige des Kontostandes gleich hier. Das muss ich aber halt genau untersuchen, sonst müsste ich ja alles mit allem kombinieren, das geht ja nicht. Direktes Handlungsgebot ist allerdings was Unabhängiges davon, daher ging es darum, wenn das System sagen kann, welche Schritte zu tun sind, welche Funktion aufzurufen ist, dann muss das auch an der Stelle möglich sein und nicht sagen, bitte drücken Sie jetzt da oben und drücken Sie dann da und machen Sie dann hier. Das ist Mist. Ne? Sondern dann sollte man diese Funktion einfach an der Stelle anbieten. Das Vermeiden von Auswahlbestätigungen. Erinnert euch, hatten wir letzte Woche noch ein schönes Beispiel mit dem Runterfahren von Windows, wo man aussucht, was man möchte und unten dann mit OK abbrechen sagen kann, ob die Auswahl überhaupt eine Bewandtnis hat. Sollte man vermeiden, kann man auch leicht vermeiden, indem man einfach Buttons draus macht. Und als letztes inkrementelle Rückmeldungen. Inkrementelle Rückmeldungen, Rückmeldungen schon während man eingibt. Das vermeidet auch meistens, dass man überhaupt so viel eingeben muss, weil man sieht dann schon, während man zum Beispiel sucht, bei Google ganz klassisch, ne, man tippt oben, kriegt dann schon die Vorschläge und man muss gar nicht mehr das ganze Wort eintippen. Und hat auch vor allen Dingen weniger Potenzial, sich im Rest des Wortes zu vertippen. Ist ja nicht ganz ohne ist. Passiert ja schnell, dass man sich vertippt. Ja, und als letztes haben wir noch über Modi gesprochen und Modusprobleme. Das ist Fitts Law und das ist die Formel von Fitts Law. Wie gesagt, wir fragen die Formel nicht ab. Es hilft aber, sie zu kennen. Weil wenn man die Formel kann, natürlich nicht, wenn man sie einfach stumpf auswendig gelernt hat, aber wenn man die Formel sich erschlossen hat, dann kann man die Zusammenhänge auch beschreiben. Eigentlich ist es an der Stelle sogar ein bisschen einfacher, wenn man die Formel kennt. Es geht halt um den Zusammenhang der Zeit, den Zusammenhang der Zeit, um auf ein Objekt zu zeigen, in Abhängigkeit von der Objektgröße und deiner Entfernung. So, das ist was man da hinschreiben sollte, wenn man so eine Frage hat. Die Worte können andere sein, ne? Aber das ist das, was drin sein soll. Und hier unten der Aspekt mit dem unendlichen Rahmen. Ne? Also das heißt, ich schlage ja an mit dem Mauszeiger und dann ist es unendlich groß. Es gab übrigens mal so einen Gag, das hielten irgendwelche Leute für vorteilhaft, dass sie diesen Maustreiber so programmiert haben, dass wenn man oben ankam, der Mauszeiger unten wieder rauskam.
Das ist grauenhaft für diese Art von User Interface, ne? Weil wirklich unsere User Interfaces hier dafür gemacht sind, dass man diese großen, endgroßen Buttons hat. Gut. Interreferenzielle Ein-Ausgabe. Unten ist die neue Eingabe und die neue Eingabe muss sich beziehen können auf eine vorherige Eingabe oder auf eine vorherige Ausgabe. Der Spruch, der unten steht, halt, ne? Was schon mal drin war, muss nicht nochmal eingegeben werden. Das kann man so plump, kann man es eigentlich zusammenfassen. Schon mal drin war im Computer. Direktes Handlungsangebot, ne? Hier oben, da erzählt mir Apple lang und breit, was ich machen soll. Ja, bitte, warum kann ich das denn dann jetzt hier nicht machen? Ne? Das sollte, kann, das geht besser und das geht ja, ging ja auch schon besser, wie wir an diesem alten Beispiel gesehen haben. Das ist eine Auswahlbestätigung, Windows 98 hier in diesem Fall. Ne? Ich mache oben eine Auswahl, naja, und wenn ich hier unten Cancel drücke, hätte ich mir die Auswahl auch sparen können. Ne? Das ist ja so, als würde ich sagen, naja, runterfahren, nee, möchte ich nicht. Und dann rufe ich das nochmal auf und sage, nee, neu starten möchte ich auch nicht. Das ist ja Unsinn, ne? Also ist eine völlig blödsinnige Art von Dialog, ne? Dass man seine Auswahl dann unten nochmal so bestätigen muss, auf dem gleichen Dialog. Ja, beim Modus, eine Modusdefinition sollte man irgendwie parat haben, ne? Es hängt mit dem Interface-Zustand zusammen. Ne? Ich habe einen Interface-Zustand und von diesem Interface-Zustand hängt es ab, ob entweder das eine oder das andere passiert bei Eingaben. Das sind, ist so im Prinzip die ganz platte Definition eines Modus. Wann ist das ein Problem? Naja, ein Problem ist es dann, wenn ich den Interface-Zustand selber nicht mitbekomme. Oder, naja, wenn die Reaktion halt davon abhängt. Ne? Also, das heißt, vor allen Dingen das Erste ist das Problem. Ne? Ich kriege nicht mit, dass der Modus sich geändert hat und immer dann ist es ein großes Problem. Und da hatten wir ein paar schöne Beispiele dazu. Denkt mal zurück. Wir hatten das Beispiel mit der Bildverarbeitung, die vom einen Modus in den anderen wechselte und auf einmal war die gleiche Tasteneingabe nicht mehr Belichtung erhöhen, sondern Anzeigegröße ändern. Völlig irritierend. Oder auch dieses schöne Beispiel mit dem Focus-Stealing, wo ein Programm sich einfach in den Vordergrund schiebt und dann den Eingabefokus auf sich zieht. Ich hatte dieses komische Chat mit der Mama. Viel verbreiteter ist natürlich, dass eine Fehlermeldung aufpoppt und eine Fehlermeldung aus irgendeinem anderen Programm heraus, aber sich auf einmal in den Vordergrund spielt oder könnte auch aus dem gleichen Programm sein. Es kommt eine Fehlermeldung, man merkt das nicht und man tippt einfach weiter und drückt dann zum Beispiel auf Enter und hat dann irgendwas gemacht. Das ist ein solches Problem, ein solches Modusproblem an dieser Stelle. Ja, wir haben noch anderthalb Minuten. Ich gehe einfach noch zur Heterogenität, aber die hatten wir ja erst letzte Woche, vorletzte Woche. Das heißt, die habt ihr ja garantiert noch parat, dass wir über Flexibilität und Anpassbarkeit gesprochen haben. Vor allen Dingen der Unterschied dazwischen sollte man wissen. Flexibilität, viele Wege zum Ziel ermöglichen. Anpassbarkeit, selber eigene Wege machen können und bei Anpassbarkeit noch den Unterschied zur Adaptivität. Also Adaptivität ist, das System selber versucht irgendwie zu raten, wie es sich anpassen muss, damit es dem Nutzer möglichst gut entspricht. Und das andere ist, ich kann das System so anpassen, dass es mir gut entspricht. Und die Adaptivität hatte wirklich große Probleme. Ne? Also vor allen Dingen, die Stabilität geht verloren. Ich komme immer drauf und jedes Mal sieht das Programm ein bisschen anders aus, weil das System irgendwie gemeint hat, irgendwie von mir was zu lernen. Das Beispiel war dieses mit dem Startmenü von Windows 2000, was irgendwann sich einfach zusammengeklappt hat, wo einfach irgendwann nur noch die Programme drin standen, die man häufig startet und alle anderen waren verschwunden. Jeweils Vor- und Nachteile beschreiben können, wäre da wichtig. Flexibilität, ideales Beispiel. Hatten wir in der Vorlesung. Anpassbarkeit, der Nachteil, ich brauche halt eine GUI und diese GUI selber, naja, muss wieder gestaltet werden, braucht wieder Bildschirmplatz, kann kompliziert sein, etc. pp. Und bei Anpassbarkeit natürlich auch das Hauptproblem der Anpassbarkeit überhaupt, man macht es halt gerne versehentlich oder viele Leute machen es versehentlich oder man macht es absichtlich und weiß nicht mehr, was man gemacht hat oder sowas. Ne? Also Anpassbarkeit verlangt eigentlich immer eine Reset-Funktion. Wenn ich keine Reset-Funktion habe bei Anpassbarkeit, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sich sein Programm schlechter konfiguriert oder schlimmstenfalls kaputt konfiguriert, sodass es gar nicht mehr funktioniert, sehr, sehr groß. Ja.
da ihr so wenig Fragen gestellt habt. Bin ich tatsächlich einmal komplett durchgekommen. Diese sind alle Anforderungen. Nochmal auf einen Blick. Wo ich nicht drüber gesprochen habe, ist die Objektgranularität, weil im Prinzip die Objektgranularität, ich schlicht und ergreifend sagen kann, ist das auch ein Teil von Ausführungsminimalität, nämlich dass sich die Granularitäten entsprechen. Also, dass ich zum Beispiel, das war das Beispiel, was wir da hatten, ich nicht gegen die Granularität anarbeiten muss. Das PowerPoint-Beispiel. Ich habe eine Gruppierung und möchte ein Einzelobjekt der Gruppierung bearbeiten. Wenn ich jetzt immer erst die Gruppierung aufheben müsste, um das einzelne Objekt zu bearbeiten, dann das Objekt wieder, die Gruppierung wieder erzeugen, dann die Eigenschaften der Gruppierung wieder einstellen, weil die ja dabei verloren gegangen sind, dann ist das eindeutig erzwungene Sequentialität. Ne? Das hatte ich unter Objektgranularität vorgestellt. Es ist aber eine Ausführungsminimalität. Deswegen habe ich es an der Stelle so leicht untergeordnet. Bitte. Ja, Moment, hatte ich ganz am Anfang.